ankommen. Ready to rumble, weil jetzt geht's ins Chaos, hat er gesagt, in Santa Eulalia, Laria, Eulalia, ohne R. Und jetzt sind wir Playa del Bossa, Hotel Garbi. Und wir haben ein Upgrade gekriegt, Superior Zimmer. Und zwar in so einem eigenen Flügel, wo es nur 5 Zimmer gibt und in den anderen sind so 50. Und wir sind ganz oben mit ganz super oben. Ausblick. Und sie hat gesagt, bester Blick, weil sie kann Deutsch, also ich glaube, sie war Deutsche. Ja. Und jetzt schauen wir uns da mal kurz um und schauen mal raus. Dann noch ein kurzer Blick ins Bad. Johanna, seid ihr schon da? Dann treffen wir uns später. Ja, passt, okay. Ciao. Ja, sie sind schon da. Okay, perfekt. Dann werden wir uns jetzt ready machen und gehen auch runter. Jetzt gehen wir es an. Jetzt gehen Martin Garrix. Martin Garrix, bei 100 Grad. Ich sage jetzt schon 417 Grad. Gute Nacht. Da freut sie sich, oder? Einfach eiskalt weitergegangen. Verena hat ein Foto gekriegt, er leider nicht. Cute, cute. Zufrieden? Zufrieden, jetzt war ich nur noch ein Anzug für Gary. Schau mal rauf. Raufschauen. So, oh. Honey. Okay. We're coming. Gleich. Ja. Ciao. Ja, positiv Vlog. Kennst du den gar nicht? Nein, ich hab's dir vorgekommen. Fotoshooting. Fotoshooting. Es ist ja eh drauf. Da habe ich alles gemacht. Traurig. Hab das mal gelernt, zumindest kurzzeitig. Waiting. Waiting. Second taxi arriving. Schau, der wartet eh. Garbi, Ibiza. Hey, so gern. Bord, Hafen. Nein, wir fahren zum Hafen einfach. Da vorne bei den Garagen waren wir Sushi essen vorgestern. Deswegen weiß ich, wo das ist. Und deswegen müssen wir jetzt da vorne raufgehen. Und dann werden wir da zu deinem
Lokal gekommen und dann haben wir keinen Tisch. Ja. Und dann sind wir aufgestiegen, ohne wir dass wir Tisch keinen Tisch, wir brauchen eh nur eine Treppe. Ja, das sind so bunte Sitzsäcke, oder? Sonst ja. Gehen wir da zum Sushi-Lokal, weiß nicht mehr, wie es heißt, irgendwas. So ähnlich wie KDW. Ich will schon was Spanisches. Weil die haben mich schon auf Instagram markiert und Lavit haben es geschrieben. Makame heißt Sushi, wünsch ja. Und Johanna, bist du sicher, dass das die richtige Richtung ist? Ich sag, wir werden da in der dunklen Ecke entführt, ja. Wo uns die Johanna hinbringt. Das ist sicher ein abgekatertes Spiel da. Und jetzt ist aus. Nein, es geht weiter. Wow. Da ist dann der Secret Rave hinter der Steinplatte. Das ist so ein Insta-Spot. Ich dachte, du hast reserviert auf Spanisch. Es geht also erst Bieger. Ab 10 Personen. Okay. Okay. 10. Ja, wir sind nicht 10. 1, 2, 10. So geht man ja in Felden am Wörthersee ins Rosé und sagt dann einfach, es ist reserviert. Zwei Personen, immer. Das funktioniert jedes Mal, wir waren ja. Erst wieder dort. Aber das steht auch voll lieber. Para cinco, ¿verdad? Sí. Gracias. Ah, diese spanische nichts gern. Mega, was bist du für Landsfrau? Iranerin. Achso. Ich glaube, du bist Spanierin, oder? Weißt du schon, was du nimmst? Nein, wirklich keine Ahnung. Ich war so eingestellt auf so. Tapas. Tapas? Ja, und sowas. Ja. Weil die Influencerin da drüben hat ja gesagt, sie hat das auf Instagram gesehen. Und dann war natürlich nichts frei. Ja, und jetzt sind wir da und da gibt es natürlich keine Tapas. Ist meine ganze Tagesplanung über den Haufen. Du hast vor 15 Minuten nicht einmal gewusst, wo man hingeht. Vor 15 Minuten war ich noch geschlafen. Ich darf hier auch schon einchecken, oder? Cheers. Also Sangria. Boah, das schmeckt nach einem Orangen-Twini. Ja, das stimmt. Schmeckt nach Twini, ja. Was ist da drinnen in Sangria? Sangria. Okay, danke. Ja, danke. Okay, wir haben gelernt, in Sangria ist Sangria drinnen und es schmeckt wie Orangen-Twini. Perfekt. Erklär mal, warum. Muss man immer eigentlich was anderes bestellen. Ja, dass du dann tauschen kannst, weil es dann nicht schmeckt. Nein, das ist das Safety-Prinzip. Und zwar, das geht so, ja, wenn meins nicht gut ist, dann hast du wenigstens nicht das Gleiche und dann ist deins gut. Ja. Jetzt tu nicht so, als wärst du der Samariter. Das ist der Hintergedanke, dass du tauschen kannst. Geteiltes Risiko nennt man das. Aber zum Glück habe ich einen Fisch genommen und du magst keinen Fisch. Das schaut schon cool aus. Was ist das? Ich sag 5. Ich sag 10, es hat ein Ladegerät dabei. Schlecht im Verhandeln. 5. So. Jetzt kostet es einfach mit 30 einen Laden. Nein. So expensive. Thank you. Sicher. Also Seebrasse, schon wieder. Seebrasse, ja. Ja. Weißt du was? Jetzt muss ich was anderes bestellen und dann beschwert sie noch, was sie anders. Dass das diese Woche schon mal gegessen hat. Ja, das ist ja für unsere Zuschauer nicht so spannend. Da muss mehr abwechseln. Ja. Du hast die Woche auch schon sowas gegessen. Okay. Das ist super, Getränke mit so einem Ding drinnen können nur gut sein. Das geht so. Lass ein bisschen umrühren. So nah bitte. Hallo. Gut, da ist die Feuershow, die wirst du jetzt filmen gehen. Beiden Händen halt. Wie war es, Bega, dein Essen? Ja, okay, ich habe eine Lasagne gehabt. Ja. Die Lasagne war so ein 7 von 10. Ja, 7 von 10 und die Nachspeise war 8,5 von 10. Ja, hätte auch super. Super was. Super. Ausgezeichnet. Du musst 8 bis 10 raten. 9,3 periodisch. Ich finde da 9. Wie heißt das? Plaza del Sol. Wie? Plaza del Sol. Plaza del Sol. Also ich würde gehen Plaza del Sol auf Ibiza, auf der Burg oben. Anreise ist ein bisschen kompliziert, muss man ein bisschen aufsteigen, aber die Mädels haben es mit High Heels geschafft, kann man sagen. Ich würde geben 8,3. Das Steak war schon medium, war gutes Fleisch, die Pommes waren large, also nicht gut. Süßkartoffelpüree ein bisschen,
Aber es hat eine Show-Einlage gegeben. Show-Einlage hat es gegeben, das 5 Euro dafür bezahlt. Trinken wir unser zweites Sangria aus. Dann machen wir den Abstieg. Und ich glaube, die Johanna wird dann später auch noch was erzählen über ihre Pläne des Abends. So ein Glitzer in deinem Gesicht. Vega. Was ist das? Ein Weggetränk? Cheers. Last night. Ja, last night, ich kann nicht mehr. Ja, ist fertig mit den Nerven. Warum fährt er nicht? Weil du nichts gedrückt hast. Ja, jetzt gehen wir was essen. Hippie Market, brauche eine neue kurze Hose. Ja, krass, man geht raus und ist direkt am Meer. Nein, im Wasser ist halt so wie Litchi. Obwohl es so ein Dreckspiel, aber die besten Tipps sind. Das ist übrigens auch ein Zeichen für Litchi. Aber es schaut schon süß aus irgendwie. Sushi? Am der Street? Nein, ich glaube, das ist nicht so. Weißt du das nicht? Warum? Schaut ja sehr klimatisiert aus da. Objekte, Begierde, Steak and Shake? I don't know. Is it good? Ja, or aber not? Wisst ihr, was gehobener ist? Weil sonst gehen wir auch vor zum Ushuaia. Also, wir gehen einmal zuerst eine Runde und dann schauen wir, ob Steak and Shake. Ich bin schon so hungrig. Wissen wir es schon noch schauen. Nein, wir haben heute gar nichts gegessen. Wir fahren es eh noch dreimal. Boss, do you need something? Zu mir sagen sie nicht Boss. Girl Boss. Girl Kebab. Da habe ich gestern Pizza Napoli gegessen, war gut. Gute Pizza. Um 6 in der Früh. Also eigentlich war es schon heute, habe ich da sogar schon Pizza gegessen. Fresh. Aber ja, ich glaube, im Nachhinein war es noch immer ein schlechter Deal, weil war mir da nicht mehr so ganz sicher wegen der Berechnung. Ich wollte eigentlich eine ganze Pizza, die hat 19 Euro gekostet. Dann habe ich aber zwei Stück für 8 Euro genommen. Irgendwie war das ein schlechter Deal, kommt mir vor. Eine kostet 19 Euro? Ja. Also, keine Ahnung, ob das ein schlechter Deal ist. Du schaust nach Party aus. Party. Du kriegst alles wie Litchi. Vom Ticket, alle möglichen Drogen, alles andere, alles kein Problem. In Abstand von 3 Meter, falls du beim ersten nicht entscheiden kannst, nimmst den zweiten. Dunes. Das schaut irgendwie fresh aus. Das könnte sonst auch werden. Breakfast, Lunch, Dinner. Das schaut nicht so schlecht. Ja, vor allem haben sie ein Ledwall. Das ist wichtig. Wir haben da oben so einen Baum, wo die Tänzerinnen umsteigen. Das ist gut, da kannst du dann rauf dancen. Ja, unbedingt. Das ist High Ibiza. Higher Biffa ist aber der, you know. Higher Biffa. Da ist Ushuaia. Das war's quite gut. Kurz zu Higher Biffa. Ist schon ein besser Club in the world. Aber Main Room kannst du eigentlich vergessen, oder? Weil da ist so viel los. So voll, da hat man überhaupt nicht. Dass du nicht reinkommst. Aber wir können da essen gehen, dann kann man da ins Ushuaia gehen. I don't like. Was ist das jetzt? Es regnet. Ich fahre jetzt nach Hause. Wann geht der nächste Flug? 12. Den nehmen wir. Tschüss. Das brauche ich gar nicht. Kein Bock auf Regen. Perfekt Wetter. Es geht sicher der Flieger nicht. Wir kommen nicht nach Hause. Jupp, natürlich verschrien. Flugverspätung 6 Stunden. Dann bleiben wir da oben.